Schon in der frühchristlichen Kirche haben die Christen Märtyrer verehrt. Die römisch-katholische Liturgie hat ihre Wurzeln in den römischen Katakomben, an den Städten, wo die ersten Christen begraben sind. Nicht umsonst werden auch im ersten Hochgebet die Namen der ersten römischen Märtyrer genannt. In 2000 Jahren Kirchengeschichte haben Millionen von Menschen dem Vorbild Christi nachgeeifert. Viele von ihnen wurden zur Ehre der Altäre erhoben, also offiziell als Heilige anerkannt. In dieser Sondersendung erzählen uns Experten der Vatikanischen Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, wie so eine Heiligsprechung vonstatten geht. Die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse ist eine der 9 vatikanischen Kongregationen, die dem Papst bei der Leitung der Weltkirche zur Seite stehen. Sie ist Teil der römischen Kurie, der Leitungs- und Verwaltungsorgane der römisch-katholischen Kirche. Mit der Konstitution Immensae Terni Dei vom 22. Januar 1588 setzte Sixtus V. die heilige Ritenkongregation ein und übertrug ihr die Aufgabe, die Ausübung des Gottesdienstes zu regeln und sich mit den Selig- und Heiligsprechungen zu befassen. In diesem Gebäude, gleich beim Petersplatz, hat die Kongregation, die sich mit den Selig- und Heiligsprechungen befasst, ihre Büros und Archive. Hier werden hunderte von Fällen potenzieller Heiligkeiten sorgfältig geprüft. Nachdem ein Fall einer strengen Untersuchung unterzogen wurde, legt ihn der Kardinalpräfekt der Kongregation dem Papst vor. Wie ist die Kongregation für die Selig- und Heilsprechungsprozesse strukturiert und wie funktioniert sie? Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse ist ihr offizieller Titel. Es ist eine kleine Kongregation. Etwa 30 Personen sind hier damit befasst, die sogenannten Causen zu untersuchen. Die Kongregation funktioniert wie eine Art Tribunal. Entschuldigen Sie diesen Begriff, aber hier werden schließlich die Prozesse untersucht, die zur Heiligsprechung einer Kandidatin oder eines Kandidaten führen. Wie wir ja wissen, gibt es zuerst die diözesane Phase und dann die römische Phase. So ein Verfahren kann Jahre dauern, nicht selten 10, 20 Jahre, manchmal sogar Jahrhunderte. Bei uns werden die einzelnen Verfahrensstufen untersucht. Das letzte Wort hat dann der Heilige Vater. Nach dem Tod eines Kandidaten müssen mindestens 5 Jahre vergehen, bevor eine Causa eingeleitet werden kann. Der Papst kann sich natürlich über diese Norm hinwegsetzen, wie es Benedikt XVI. Im Fall seines Vorgängers Johannes Pauls II. Getan hat. Warum gibt es diese 5-jährige Wartezeit? Und was sind die Gründe für die Nichteinhaltung dieser Frist? Kardinal José Saraiva Martins, der von 1998 bis 2008 Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse war, erläutert die Gründe für die 5-Jahresfrist. Warum diese Notwendigkeit, 5 Jahre zu warten? Damit man sich ein konkretes Bild von dem jeweiligen Kandidaten machen kann. Und dazu holt man die Meinung der Mitbrüder, der Mitglieder der Gemeinschaft ein, zu der der Kandidat gehört hat, der zur Ehre der Altäre erhoben werden soll. In diesen 5 Jahren Wartezeit will man also sehen, wer diese Person wirklich war. Ein formeller Seligsprechungsprozess kann nämlich erst beginnen, wenn wir uns ein Bild vom Leben der entsprechenden Person gemacht haben und wissen, ob er oder sie die christlichen Tugenden tatsächlich heldenhaft gelebt hat. Und wir müssen auch wissen, was seine Brüder und Schwestern der christlichen Gemeinschaft denken. Sind sie davon überzeugt, dass diese Person heilig war?
Entscheidend für den Seligsprechungsprozess ist also die Meinung der Gläubigen, der Mitglieder der Gemeinschaft des Kandidaten, der zur Ehre der Altäre erhoben werden soll. Der Glaubenssinn der Gläubigen, in der Fachsprache der Kirche Sensus Fidelium oder Sensus Fidei genannt, wird in der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium Nummer 12 wie folgt definiert. Die Gesamtheit der Glaubenden kann im Glauben nicht irren, und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen Glaubenssinn, Sensu Fidei, des ganzen Volkes dann kund, wenn sie von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert. In Anbetracht des Sensus Fidelium kann der Papst von der fünfjährigen Wartezeit absehen. Monsignor Robert Sarno hat fast 40 Jahre lang in der Kongregation gearbeitet, hat hunderte von Heiligsprechungskausen untersucht, erklärt uns eine solche Dispens am Beispiel Mutter Teresas. Take for example a figure like Mother Teresa. Nehmen wir zum Beispiel Mutter Teresa. Einer der Gründe, warum der Heiligsprechungsprozess so früh eingeleitet wurde, war, weil sich dieser Sensus Fidei auch auf die Nichtglaubenden ausgeweitet hatte. Die Kongregation, der Heilige Stuhl, wurde mit Briefen geradezu bombardiert. Und darin ging es um ihre Heiligkeit und um Gnaden, die auch Nichtglaubende erhalten hatten. Papst Johannes Paul II. War also der Meinung, dass er guten Gewissens von der fünfjährigen Wartezeit absehen und das Seligsprechungsverfahren schon 2 Jahre nach ihrem Tod einleiten konnte. Der Sensus Fidelium ist also überaus wichtig. Ohne dieses theologische Element kann ein Bischof das Verfahren nicht einleiten. Without which a bishop cannot and may not start a cause. Soltanto dopo, se il popolo cristiano si dice favorevole. Erst wenn sich das Christenvolk für die Seligsprechung ausspricht und überzeugt davon ist, dass der Kandidat die Tugenden auch wirklich heldenhaft gelebt hat, ernennt der Bischof eine Kommission, die den Prozess auf diözesaner Ebene, also auf der lokalen Ebene der Ortskirche, formell einleitet. Die Kommission untersucht die Sache und der Bischof sendet das Resultat dann später nach Rom, an die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Und das ist dann auch der Moment, in dem die diözesane Phase endet und die römische Phase beginnt, also die Untersuchung durch die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Pause hören wir, wie so ein Heiligsprechungsprozess in seinen einzelnen Phasen abläuft. Der gesamte Heiligsprechungsprozess erfolgt in 4 verschiedenen Schritten. Zunächst einmal muss der jeweilige Kandidat zum Diener Gottes erklärt werden. Diese Phase beginnt in der Heimatdiözese des Kandidaten. Wenn die notwendigen Unterlagen erstellt sind, werden sie an die Vatikanische Kongregation für die Heiligsprechungen überstellt. Damit kann die römische Phase beginnen. Wem im Prozessverlauf der heroische Tugendgrad attestiert wird, der darf Verehrungswürdiger genannt werden. Danach kann der 3. Schritt eingeleitet werden, die eigentliche Seligsprechung. Die Voraussetzungen dafür sind die Anerkennung eines Wunders, des Martyriums für den Glauben oder die Hingabe des eigenen Lebens für andere. Wenn eine dieser 3 Voraussetzungen gegeben ist, wird der Kandidat selig gesprochen. Er erhält den Titel Seliger, kann also innerhalb einer Diözese, Region oder eines religiösen Ordens verehrt werden. Der 4. und letzte Schritt ist die Heiligsprechung. Dafür ist es notwendig,
dass seit dem Moment der Seligsprechung ein Wunder geschehen ist, das der Papst anerkannt hat. Der Pontifex kann aber auch eine Ausnahme machen, also auf die Anerkennung eines Wunders verzichten und nur den Kult bestätigen, wie dies bei dem heiligen Papst Johannes dem 23. geschehen ist. Sind alle Bedingungen erfüllt, stellt der Heiligsprechung, dem Kanonisationsakt durch den Papst, im Rahmen einer eigenen Liturgie nichts mehr im Weg. Beatus Johannem vicesimum tertium et Johannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. We can't imagine that the process that exists today. Wir können es uns kaum vorstellen, aber den Prozess, den wir heute kennen, gibt es tatsächlich schon seit 2000 Jahren. In den ersten 10, 11 Jahrhunderten der Kirchengeschichte wurde der Kult durch den Ortsbischof gewährt. Erst seit 1234 war die Heiligsprechung dem Papst vorbehalten und wurde allgemeines Kirchenrecht. Doch einige Bischöfe hielten sich nicht daran und gewährten den Kult auch ohne päpstliche Approbation. Bis Urban VIII. Die Diskussion im Jahr 1634 ein für allemal beendete und sich das Recht auf die Selig- und Heiligsprechungen vorbehielt. Er sagte den Bischöfen also, Schluss damit, kein Kult mehr, es sei denn, ich gewähre ihn durch eine Selig- oder Heiligsprechung. No more cult unless I give it, either by beatification or canonization. Es ist wichtig, das Leben der Kandidaten sorgfältig zu studieren. Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich nämlich viele Heiligengeschichten mit Folklore und Mythen vermischt. Darum teilte Papst Paul VI. Die bisherige Ritenkongregation auch in zwei eigenständige Dikasterien auf. Eines mit der Zuständigkeit für den Gottesdienst und ein anderes mit der Verantwortung für die Heilsprechungen. Mit dem Motu Proprio Mysterii Paschalis reformierte er auch den römischen Generalkalender. Weil die biografischen Angaben zu ihrer Person zu ungewiss waren, ließ er die Namen von 93 Heiligen aus dem Heiligenkalender entfernen. C'è una commissione teologica nella congregazione che studia tutta quella documentazione e arriva alla conclusione. In der Kongregation gibt es eine theologische Kommission, die die entsprechenden Unterlagen studiert und dann darüber befindet, ob die jeweilige Person die christlichen Tugenden wirklich in vorbildlicher Weise gelebt hat oder nicht. Fällt das Urteil der Kommission positiv aus, leitet sie den Fall an die Kardinäle weiter, die Mitglieder der Kongregation sind. Und diese 28 Kardinäle müssen dann entscheiden, ob sie das Votum, das Urteil der theologischen Kommission billigen oder nicht. Tun sie es? Dann unterbreitet der Präfekt der Kongregation den Fall dem Papst, bei dem die letzte Entscheidung liegt. Im Allgemeinen approbiert dieser den Antrag, weil die 28 Kardinäle eine Art Parlament sind. Soweit also zu den heroischen Tugenden. Promosse l'assistenza caritativa e di ospitalità per i perseguitati dal nazifascismo, in modo particolare per gli ebrei. Ascese al Soglio di Pietro il 21 giugno 1963, assumendo il nome di Paolo VI. Sì, l'ultima tappa. Die letzte Phase ist die sogenannte ordentliche Sitzung der Kongregation, an der Bischöfe und Kardinäle teilnehmen. Mit ihr wird der gesamte Prozess abgeschlossen, der in der Diözese begonnen hat und dann nach Rom weitergegeben wurde. Im Falle von Wundern wird noch die Meinung der Ärzte und dann die der Theologen eingeholt. Und wenn diese beiden Stufen durchlaufen sind, geht das Dossier an die Kardinäle und Bischöfe. Es wird genauestens geprüft und im Fall einer positiven Beurteilung an den Heiligen Vater weitergeleitet, bei dem dann die letzte Entscheidung liegt. Und was passiert, nachdem die Causa an den Heiligen Vater weitergeleitet wurde? Nach der Weiterleitung der Causa an den Heiligen Vater müssen wir sehen, ob mindestens ein anerkanntes Wunder vorliegt, der Kandidat also selig gesprochen werden kann. Und falls noch ein weiteres Wunder vorliegt, kann man zur Heiligsprechung schreiten.
Die Seligsprechung wird durch den Präfekten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse in der jeweiligen Diözese oder an einen anderen geeigneten Ort vorgenommen. O venerabilis servus Dei, Paulus Sextus. Public veneration can happen only at after beatification. Eine öffentliche Verehrung kann erst nach der Seligsprechung erfolgen. Mit anderen Worten, Seligsprechung bedeutet die Erlaubnis des Heiligen Vaters zur öffentlichen Verehrung, die in einer zurückhaltenden, begrenzten Art und Weise geschehen kann, bis ein endgültiges Urteil über die Heiligkeit gefällt wird, die dann von der Universalkirche anerkannt wird. Das Wesentliche an der Seligsprechung ist also, dass dem Kandidaten der Titel Seliger verliehen wird und dass der öffentliche Kult genehmigt wird, also die Art und Weise, wie dies zu geschehen hat. In other words, the place and the manner. Was unterscheidet eine Seligsprechungszeremonie von einer normalen Messe? Bei der Seligsprechung wird die gesamte Diözese mobilisiert. Für die Seligsprechungen hatte Benedikt XVI. Eine schöne Idee. Er wollte diese Zeremonien nicht sich selbst vorbehalten, sondern hat bestimmt, dass er den Präfekten oder einen anderen Bischof, einen Kardinal, damit beauftragen wird, die Seligsprechung in der jeweiligen Diözese vorzunehmen. Es sind wunderbare Messen, denn dort wird der Glaube der Kirche wirklich greifbar. Die Menschen der ganzen Diözese nehmen daran teil. Sie fühlen sich einbezogen. Oft ist eine monatelange Vorbereitung erforderlich. Es ist also aus pastoraler und spiritueller Sicht der Moment, in dem der Glaube unseres Volkes tatsächlich greifbar wird. Ripeto, dove si tocca davvero con mano la fede della gente, della nostra gente. Diese feierlichen Messen sind wichtig für die Verbreitung des Vermächtnisses neuer Seliger und können eine neue Form der Heiligkeit aufzeigen. Nach einer kurzen Pause werden wir untersuchen, wie sich die vom Zweiten Vatikanischen Konzil definierte allgemeine Berufung zur Heiligkeit auf die Heiligsprechungen unserer Zeit ausgewirkt hat. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt im Kapitel 5 der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium, dass jeder dazu berufen ist, ein Heiliger zu sein. Daher sind in der Kirche alle, mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit berufen. Was ist bei den Heilsprechungen anders, seit das Zweite Vatikanische Konzil die allgemeine Berufung zur Heiligkeit gelehrt hat? Come sono cambiate queste nuove cause di canonizzazione? Dunque, si può dire che anzitutto non è cambiata la serietà. Nun, man muss zunächst einmal sagen, dass sich die Ernsthaftigkeit, mit der wir die Verfahren untersuchen, nicht geändert hat. Viele Kausen werden eingeleitet, dann aber schnell wieder blockiert, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Viele andere gehen aber weiter. Johannes Paul II. Wollte, dass die Verfahren schneller abgeschlossen werden. Die Prozedur wurde also gestrafft und wir sind nun in der Lage, Seligsprechungsverfahren in kürzerer Zeit abzuschließen, als das früher der Fall war. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat auch die Zahl der Heiligen zugenommen. Nicht nur die der Ordensmänner und Frauen, sondern auch der Laien, Familienväter, Ärzte, junge Menschen. Die ganze Vielfalt des Gottesvolkes ist da vertreten. Sollte damit betont werden, dass auch Laien zur Heiligkeit berufen sind?
Das Zweite Vatikanische Konzil hat uns diese Schönheit, diesen Reichtum entdecken lassen, der in der Kirche schon immer präsent war. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde es noch offensichtlicher, dass man sich nicht in der Wüste oder in ein Kloster zurückziehen muss, um ein Heiliger zu werden, sondern dass jeder Getaufte zur Heiligkeit berufen ist, dass also jeder, der dem Wort Gottes folgt, ein Heiliger werden kann. E può diventare santo. I santi sono tutti uguali. Die Heiligen sind alle gleich, aber die Art der Heiligkeit ist unterschiedlich, denn jeder hat seine Heiligkeit entsprechend seiner Seinsweise. Jeder Mensch hat seine eigene Art zu denken und zu handeln. Da gibt es also unweigerlich Unterschiede. Es ist Teil der Verantwortung der Kirche, die Gläubigen zu lehren, dass auch die Heiligen ganz normale Menschen waren. Und ich denke, das Dokument von Papst Franziskus über die Heiligen von nebenan zeigt uns hier auf wunderbare Weise auf, wie sich Heiligkeit auch im täglichen Leben in den kleinen Dingen des Alltags zeigen kann. Mein bescheidenes Ziel ist es, den Ruf zur Heiligkeit einmal mehr zum Klingen zu bringen und zu versuchen, ihn im gegenwärtigen Kontext mit seinen Risiken, Herausforderungen und Chancen Gestalt annehmen zu lassen. Denn der Herr hat jeden von uns erwählt, damit wir in der Liebe heilig und untadelig leben vor ihm. Wenn Sie sich einen Vater oder eine Mutter vorstellen, die ihrem Baby um 3 oder 4 Uhr morgens die Windeln wechseln, Nacht für Nacht aufstehen, um ihm die Flasche zu geben, ist das nicht auch eine heroische Tugend? Ist das nicht auch heldenhafte Heiligkeit? Natürlich ist es das. Und wenn ich an meine erste Gemeinde in Brooklyn denke, da gab es Hafenarbeiter, die um 4 oder 5 Uhr morgens zur Arbeit gingen und dann um 6 oder 7 Uhr abends schmutzig und verschwitzt wieder nach Hause gingen. Und das Tag für Tag, damit zu Hause Essen auf dem Tisch kam. Wenn das keine heldenhafte Tugend, keine Heiligkeit ist, was ist es dann? Jemand, dem man Hände und Füße durchbohrt hat, das ist Heiligkeit. Ja, aber nicht nur. Und genau das ist eines der Dinge, die uns Papst Franziskus mit seinem apostolischen Schreiben vermitteln will. Er erinnert uns an die heiligen Menschen in unserer nächsten Umgebung, die Heiligen von nebenan. Wir müssen sie nur sehen. Jeder ist also zur Heiligkeit berufen und der Prozess der universellen Anerkennung eines heiligen Lebens ist schon allein deshalb wichtig, weil es anderen zum Vorbild gereichen kann. Der Prozess kann wenige Jahre, aber auch mehrere Jahrhunderte dauern. Für die Untersuchungen sind qualifizierte Fachleute zuständig. In der nächsten Episode von Vaticano wird uns einer von Ihnen mehr über seine Arbeit erzählen, ein Postulator.